Hallo Freunde von Gott, bin ich jetzt nach Ding gelaufen. Kann ich jetzt auch fest? Ich gehe jetzt noch Stunde, weil ich muss eine Stunde, Freunde, Stunde fahren, nur zum Lütetüter sehen. Lütetüter, falls ihr das seht, ich komme extra wegen euch, Mann. Eigentlich könnte ich, ja, es fahrt, glaube ich, eine Stunde und ich, wenn ich müsste auf Asch, müsste ich sogar 2 Stunden fahren. Also von meinem Dorf hinter das Rieden aus. Und gehe ich über Pörmünster. Und nachher, weiß schon nicht mehr, welchen Bus ich muss nehmen. Aber egal, das sehe ich auch nachher. Ich schaue nachher. Auf jeden Fall, ich freue mich auf euch, wenn ihr auch dort seid. Ja. Ich hoffe, das Ganze tut sich nicht wieder löschen, sonst ist es blöd. Sonst ist es halt blöd und ja. Ich mag schon nicht da durch, also. Ich bin viel zu gross für das. Also ich bin recht gross jetzt geworden. Ja. Also nicht gross, aber ich komme auch mal ein bisschen an. Muss ich nur ein bisschen bücken, dann geht's. Also nicht zu fest, nur Kopf bücken. Egal, bis später, meine Freunde, wir sehen uns! Ich gehe jetzt ein paar Minuten, also 2 Stunden früher, weil ich keine Ahnung, was es ist. Und dann muss ich auch noch eine Stunde laufen und fahren und suchen. Dann mag es etwa 2 Stunden hin. Und am 7. ist, glaube ich, das, wenn ich mich nicht alles täusche. Ich weiß gar nicht, wenn es anfährt, glaube ich, am 7. 7 Uhr, 0 Uhr. Und ich würde natürlich informieren wegen Fan, also wegen zweiten Kanal, wie es heiß würde und wie wieder. Und ich hoffe, euch gefällt das ganze Blog und ich würde alles zusammenschneiden, so wie jetzt wieder. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht gesehen. Keine Ahnung, ich mache es einfach von dem PC oder nein, von dem Handy mache ich es nicht an. Ich tue viel. Im Handy nicht. Also ich mache es auch zwischen dem PC, aber eh Gaming. Aber nein, Gaming tue ich eher nicht. Also ich glaube gar nicht. Also ich weiß es gar nicht. Also ich glaube noch eins im PC geschnitten. Sonst habe ich alles im Handy. Freunde, ein bisschen Reklame kann es auch sein. Das. Also ja, tue ich ein bisschen verkaufen. Von Miller. Ja, wenn ihr Lust habt, kann man das anschauen, dann könnt ihr das kaufen. Lässt mir ein bisschen Werbung und das hat jetzt Werbung stehen und ja, einfach das kleine Info, das kann man bei mir kaufen auch, bei Meller, wo steht dieses da, ja, oder da ist sogar nicht spiegelverkehrt, das gibt es gar nicht, auf jeden Fall LR kann man es kaufen und Daumen nach oben für diese geile LR-Firma. Das kann man essen, wirklich auch ein bisschen. Das ist Karamell. Glaube. Ja, Karamell. Also das habe ich nicht selber gemacht, darum tue ich jetzt beurteilen. Ich verkaufe die nur. Würde ich sie kaufen, wenn ich da nicht die Firma würde schaffen. Hart, aber fein. Schwierig. Karamell und Nasenlos dafür. Nur mal, dass ich weiß, was drin ist. Nicht Karamell, aber. Da ist auf der Backe, wo ich draufstehe. Aber ja. Also, ich würde 9 von 10 sagen. Ist gut. Also, 10 ist gut, 0 ist schlecht.
9. 9, 8, so. 9,5. 8,5, sorry, meine ich. 8,5, so. Ich so um die 3, würde ich sagen. Also extrem fein. Also, haben sie doch eine Milch drin. Und Schoki, also drum. Also wirklich fad und haft. Wirklich fein. Also wenn ich jetzt würde es mal essen, würde ich so sagen. Aber ich finde das da schon. Darum würde ich jetzt 10 von 10 geben. Das ist natürlich halt. Ja. Weiß auch nicht. Es ist Geschmackssache, Das haben nicht alle gerne. Ja. Aber es ist Geschmackssache. Also ich kann es extrem gerne. So. Warte. Ja. Ja, am Abend gehe ich mit dem Shuttlebus nach Hause oder Taxi. Mal schauen, was dort so gibt. Ich glaube, ich hoffe, es hat eine grosse Auswahl nach Hildesrieden. Und ja, wenn wir mal schauen, was kommt. Und ja, mal schauen, was kommt. Jetzt nach Hause oder Taxi. Mal schauen, was dort so gibt. Ich glaube, ich hoffe, es hat eine grosse Auswahl nach Hildesrieden. Und ja, wenn wir mal schauen, was kommt und ja, mal schauen, was kommt, jetzt bitte. Ich habe vorhin zwei Fans gefunden, getroffen. Ich habe gerade nicht mehr gewusst, wie der Dorf heisst. Ich bin jetzt gerade überlegen. Digga, warte, ich muss schnell schauen. Gerade als ich wollte schauen, ist mir Sinn gekommen. Mosen. Ich muss auf Mosen. Und da muss ich in Zeit, wo ich gar nicht auf einem Postauto. Ich stehe falsch auf Bushaltestelle und sage, ich kann Bürmens kochieren. Weil es ist schon lange gefahren. Ich fahre glaube ich noch zweimal am Tag oder kann ich gewöhnen. Ich weiß eigentlich nicht, wenn ich wäre. Auf jeden Fall muss ich jetzt von Bürgermünster blockieren. Und es ist mega scheiße mit der Busverbindung. Aber ja, komm, lassen wir es, egal. Ich habe gar nicht gewusst, wohin. Ich habe das total für einen Mosen vergessen in den Kopf hinein. Ich weiß auch nicht. Ich habe einfach nicht gewusst, was ich so sagen will. Sie sagen so, ich fahre in die falsche Richtung, das war ich auch. Aber ich fahre keinen Bus um diese Zeit, sonst bin ich wieder zu spät. Es fährt noch einer später, aber ich wieder zu 7 Uhr, glaube ich. Ja, ich glaube ich, Monster-Konzert. Danach werde ich Leute dort gerade nicht verpassen. Und ja, darum gehe ich etwas früher raus. Dann muss ich sowieso noch laufen. Ich würde sich 2 Stunden laufen, fahren, aber dafür halte ich gerade dort. Und jetzt muss ich etwa 1 Kilometer laufen, irgend so etwas, aber nicht zu viel. Ich mache es wieder so, ich laufe einfach live nicht rum oder kann ich. Auf jeden Fall laufe ich rum und nachher ja, springen die Leute mich an oder so, kann ich was. Und dann sehen wir alles weiter und ja. Hey, ja, Freunde, ich bin jetzt hier angekommen am Bürgermünster. Und jetzt fahre ich weiter nach Seetal und es ist ein bisschen Umweg, aber ja, eine Stunde fahren, jetzt bin ich schon ein paar Minuten gefahren und ja, ein bisschen später meine Freunde. Der Bus kommt jetzt gerade an. Der Bus muss ein, da kommt er schon, das Postauto ist es, glaube ich. Ich glaube es, es muss fast so sein. Und mal schauen, wie es kommt und ja. Der Bus ist unheimlich, der schnarrt. Ich kann gerade nicht aufnehmen und gerettet werden. Wie gehört ihr das? Hört man das einfach an? Das ist genau die. Ich höre sie. Ihr hört sie. Nee, vor allem, es war noch Spass gewesen. Ich habe noch Spass gemacht. Aber es hat wirklich so getönt. Ich weiß, ich kann nicht erklären, dass es wirklich nach Bus angehört, aber ich jetzt fahre ich mit dem Bus. Bis jetzt verhalten noch so gut. Ich weiß nicht, ob es so bleibt oder ob er jetzt etwas macht. Ob er jetzt rausschmeißt aus dem Mund oder so etwas. Nein, noch Spaß auf Seite und jetzt gehe ich. Jetzt bin ich in Bürmensch angekommen und jetzt gehe ich mit dem Postauto nach Bahnhof und nachher kann ich wieder zurück. Und ja,
aber noch mit etwa 3 Minuten mit dem Zug fahren. Ja, ich habe vorhin 4 Jungs gesehen. Die haben gesagt, ich habe gesagt, hey, Leute, die musst du unbedingt hören. Sie haben gesagt, ja, deine Mutter hat auch schon mal. Er hat gesagt, ja, kennst du die? Ich sage, nein, selber nicht. Aber er hat im Google Power gehört, dass er ist ewig geholfen. Und er hat gesagt, wurde geil. Und so. Er hat gesagt, ja, ich bin auch so. Egal, haben schon gute Musik dazu, Leute dort. Und sind nur geil, meine Kollegen. Und wir verstehen uns lang. Und ja, ich bin mega glücklich, dass andere Leute dort können, nur ich. Und es wird mir als wirklich sehr bekannt. Sind wirklich, es sind wirklich bekannt. Und ich habe mehrmals gehört, die sind Spieler wirklich gut. Ich habe mehrmals gehört. Aber ich mich gefragt habe, kannst du Leute dort? Und ich habe gesagt, du musst einfach hören. Die Mutter hat schon, das ist so geil. Und genau. Und seit das Google Power ist, sind ihr wirklich. Anto habe ich zu viel, wirklich. Und jetzt bin ich im Zug. Kann ich. Oh, leise wieder. Meine Freunde, jetzt geht es wieder an eine Stadt. Mosen. Wenn wir das nicht sehen. Und dann laufen wir etwa Kilometer, sagt mein Vater. Aber ja, es kann sein. Ciao. Ich habe die Leute aufgenommen, aber nicht vom Bild, weil ich weiß ja nicht, ob die auch auf YouTube kommen. Darum habe ich als Sicherheit einfach Bilder von Leuten, Masken, Logos und so aufgetan. Foto. Und versteht ihr das? Weil vielleicht wollen sie gar nicht auf YouTube kommen, für die, die spielen. Und darum habe ich einfach Bilder von Masken von letztes Jahr, von 2 Jahren, von 3 Jahren. Einfach ein paar Bilder eingefügt und das ist heute mein Lieblingslied und ja, noch kleine Info-Video und ich esse heute eine Pizza. Das sieht ganz geil aus und ja.
Handschuhe! Die Mutter Handschuhe! Die Mutter Handschuhe! Die Mutter Handschuhe! Damit beende ich das Video und macht's gut.